In den Hochlagen der deutschen Mittelgebirge hat es in den vergangenen Tagen nochmals etwas geschneit. Bei Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt ist der Schnee allerdings nur in den höchsten Gipfellagen liegen geblieben. So konnte sich auf den Gipfeln sowie hier auf dem Fichtelberg im Erzgebirge vielfach wieder eine dünne Schneedecke bilden. Nebel, leichter Schneefall und ein unangenehmer Wind lockten allerdings nur wenige zum Schneespaziergang auf die Berge. Auch ist das Gastspiel des Winters bald schon wieder vorbei. Im Lauf des Donnerstags setzt sich mit milderer Luft wieder Tauwetter durch und dann heißt es erst einmal wieder ein Weilchen abwarten, bis neue Schneefälle den Frühwinter wieder in die Hochlagen zurückbringen.